Hi Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Weiß und zu einem Kampf gegen Team Plasma. Du bist nicht aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Ich wage zu bezweifeln, dass ich manipuliert wurde, aber na gut. Wenn du meinst, dass ich manipuliert wurde, dann wurde ich möglicherweise auch manipuliert. Wir haben jetzt nicht besonders viel in der letzten Folge geschafft, das muss ich leider zugeben. Wir sind weder weit gekommen, noch haben wir viel gekämpft. Es war ehrlich gesagt eher nur Peinlichkeit. Größtenteils. Wie das Item jetzt gerade am Ende. Oder dass ich da über die eine Treppe gesprungen bin, dass wir den ganzen Weg nochmal laufen durften, wodurch ich den ganzen Superschutz verbraucht habe. Einwandfrei war das. Wirklich. Mega. Würde ich jedes Mal wieder machen wollen. Fragt mich auch nicht, warum ich jetzt Heimzahlung benutzt habe. Einfach so. Guck mal da. Ich guck gleich woanders hin, das kann ich dir versprechen. Oh Mann, ey. Das wollte ich nicht einsetzen. Gott sei Dank. Wollte eigentlich rüber zu Kalkklinge. Wie kann ich noch verlieren? Gitzis ist einer der sieben Weisen, die unserem König zur Seite stehen. Gitzis wiederum hat drei Untergebene, die man das Finstrio nennt. Okay. Toll. Wenn ich dich besiege, dann werde ich deine Pokémon die Freiheit schenken. Ja. Gut. Freut mich. Ich finde es eh so ein bisschen ironisch, dass für die bedeutet, den Pokémon die Freiheit zu schenken, dass sie die dann zum Kampf einsetzen. Das ist dezent seltsam und unverständlich. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie im Arbeitsvertrag festgehalten haben, was das genau zu bedeuten hat, aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. So. Plasma! Oh, diese Schmach, diese Schande. Ja, Schmach, Schande. Bist du doch gewohnt, Kollege. So. Die Pokémon, die hier in der Elektrolithöhle leben, sind so wunderschön. Kein Wunder. Hier sind sie auch frei vom Einfluss der Menschen. So, noch drei Leute. Sie und dann noch zwei, wie man sehen kann. Aber wir kämpfen uns doch ganz gut durch. Drei Kämpfe, drei Minuten. Sieht doch gut aus. Ich hoffe, das reicht. Jupp. Cleopatra. Nö, weiterkämpfen. Wird wahrscheinlich Mogelhieb machen. Ich kenne doch Cleopatra. Nee, Verfolgung. Ist trotzdem schneller. So. Weg damit. Was bleibt mir da doch zu sagen, außer Plasma? Gute Frage. Oh, ein Pokémon, toll. Ein WhatsApp. WhatsApp. Oh, es ist 21.12 Uhr. Die Uhrzeit ist ein Palindrom. Ich fasse es nicht. Mann. So, Gnädigste. Du bist also der Trainer, von dem N spricht. Ja, doch, das bin ich. Kann man so sagen. Tytox. Captain Iglo. Ah, wir lassen nach. Wir sind schon fast bei 4,5 Minuten für den vierten Gegner. Ah, dieses WhatsApp hat uns zurückgeworfen. Finde ich nicht gut. Das hat uns Zeit gekostet. Wertvolle Zeit. So, weg damit. Fällt gerade auf, dass wir noch nicht in der Kampfmetro waren, Ryono City. Ist mir gerade noch eingefallen. Naja, wann anders. Wenn wir Surfer haben, dann werden wir eh nochmal alles Mögliche erkunden können. So, das wär's.
Wieso kannst du nicht einfach so sein wie jeder dahergelaufene Trainer? Vielleicht, weil ich gut bin. Ach, da sind sogar noch mehr. Dein nächster Gegner werde ich sein, ein stolzes Mitglied von Team Plasma. Toll, dass du stolz bist, aber stolz heißt noch lange nicht, dass du gut bist. Zwei Pokémon, ein guck mal da. Genauso stark wie das erste. Dieses Mal bekommt es aber auch die richtige Attacke ab. So, mein Freund. Oh, das hast du echt überlebt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und dass wir Hypnose nicht abkriegen, damit hätte ich auch nicht gerechnet. So. 35. Und ein Ganoville. Oh, ein Ganoville. Toll. Müsste natürlich schon Rockaiman sein. Ach, was weiß ich. Ich habe früher eigentlich immer mit Ganoville gespielt, anstatt Rotomorph. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ein stolzes Mitglied von Team Plasma. Wie soll ich verloren haben? Ja, wie gesagt, stolz heißt noch lange nicht, dass du gut bist. Komm ich da runter? Verzapf. Da geht's noch irgendwo lang. Weißt du, dass uns das jetzt wieder wertvolle Zeit kosten wird? Ein Pokéball. Ah, genau, den wollte ich doch. Ein Donnerstein. Wo ist der Magnet? Ich meine, wir brauchen ihn nicht, aber irgendwo muss er doch rumliegen. Ah, natürlich noch ein Pokémon. Ein Klick. So, einmal. Nicht Beutel. Einmal flüchten. Nicht Beutel. Einmal flüchten. Was ist denn das? So, jetzt. Keine Ahnung. Vielleicht stimmt was mit dem Gamepad nicht mehr. Was wir von Team Plasma erreichen wollen, geht sich im Grunde gar nichts an. Und? Ihr wollt doch gegen mich kämpfen. Ihr habt euch doch so aufgestellt. Ich hab da keinen Anspruch drauf. Ich muss das nicht haben. Nein. Captain Iglo. Ich glaube, wir fahren ganz gut mit Vergeltung. Außer es kommt Mogeltyp, ja. Das, was ich bei dem ersten Vieh schon erwartet habe. Wir fahren trotzdem ganz gut mit Vergeltung. Und Flatsch. Ciao. Hey, was war das denn? Das war viel zu einfach oder irgendwas anderes? Keine Ahnung. So. Wenn man sich nur dreht und die Pokémon schon wieder auf einen zustürmen. Ja, es ist ganz furchtbar. Theoretisch müsste ich aus der Höhle hier raus, Schutz kaufen, wieder rein, um den letzten Rest hier noch zu erkunden. Aber nee, es ist nur noch dieser eine Raum hier. Natürlich, ey. Warum immer beim Drehen? Ein Sedimantur. Entwicklung von der Webcam. Warum schon wieder Beutel? Flucht. Blech. So, gnädigste. Wenn es darum geht, mein Pokémon zu trainieren, dann schaue ich auch nicht davor Orte wie die Elektrolythöhle zurück. Was? Okay, obwohl hier alles unter Strom steht. Gut. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas laut vorlest und euch deswegen der Sinn nicht erhalten bleibt? Jo, Rotomorph. Siedewasser. Was haben wir hier noch? Ein Zebritz. Ja, da wechseln wir mal lieber. Slash. Sicher, sicher. Bei Zebris ist es sehr schnell, nicht dass es jetzt schneller ist und dann landet es ein Volltreffer und das muss ja nicht sein, dass dann Captain Iglo besiegt wird. Das sag ich ja, Zebris ist sogar schneller als Stalobor und Stalobor ist schon sehr schnell. So. Kabam. Hm,
Ja, doch. Das hat mir gefallen. Der Strom läuft weiter, aber ich brech zusammen. Gut, brich halt. Ah, da hat man jetzt so einen Klick. Hallo, Klick. Lass uns doch bitte einfach in Ruhe. Ich brauche wirklich Schutz. Oh, was ist denn das jetzt? Ich glaube, das ist, weil ich ungeduldig werde. Achso. Okay. Sedimentruhe. Theoretisch könnten wir uns so eins auch fangen. Ich werde mir jetzt fangen. Nicht, weil wir das jetzt unbedingt bräuchten, aber mit dem Sedimantur kann man auch einen Pokémon-Tausch machen. Und ja, warum nicht? Beim Sedimantur ist prädestiniert dafür, gefangen zu werden mit seiner Robustheit. Sabelle, was haben wir noch hier? Ein Heilball haben wir noch, den können wir benutzen. Vielleicht funktioniert das sogar. Sehr gut. So, Sedimantur, Erz. 0,9 Meter groß, 102 Kilogramm schwer. Energie, die ungehindert aus seinem Körper austrat, hat sich an ihm zu orangefarbenen Kristallen verfestigt. Ich habe das ausstrahlend gelesen und dann wurde mir klar, dass sie ausgetreten ist. Ach Leute. Ein Zapladin! Ein Zapladin! Die sind verdammt selten! Ich mach Heimzahlung, das müsstest du überlegen. Och, grad so. Und wie auch gerade so. Ach, das war ein Volltreffer. Ich habe mich schon gewundert, warum das so viel abgezogen hat. So. So. Hyperball. Sehr gut. Zapladin wurde gefangen. Zapladin, Stromfisch, 0,2 Meter groß, 0,3 Kilogramm schwer. Es besitzt ein Organ, mit dem es im Notfall Elektrizität erzeugen kann. Es tritt stets in Schwärmen auf. Warte. Nee, passt nicht. Dann nenne ich es. So. Exeldika. Wer weiß, was das bedeutet. Der hat das gleiche Buch wie ich gelesen. Gut, wir wechseln erstmal von Captain Iglo auf Pieps. Pieps, der mächtige Pieps. Ja. Aha, ein Blendpuder. Nur gut, dass ich gerade nicht gesagt habe, aha, ein Magnet. Ein Castadur. Nö, nee, danke, Kollege. An die habe ich kein Interesse. Beutel. Mann, Mann, Mann. So, Flucht. Flucht nach vorne. So, was haben wir hier? Ah, da haben wir ein Item. Guck an. Gut, nehmen wir noch den Paraheiler mit. Zip. Oh, natürlich. Warum eigentlich immer beim Drehen? Immer beim Videodrehen. Ah, wow, lustig. Ich lach mich tot. Denke ich noch wesentlich mehr. Astrainer kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Anspannung von WhatsApp. Natürlich Anspannung von WhatsApp. Flucht. Da ist ja noch eine. So, den Hypertrank nehmen wir auch mit. So. Das Sternstück nehmen wir auch mit. Ich wollte in der Folge aus der Höhle raus. Jetzt haben wir nur noch 5 Minuten. 6 Minuten. Das ist ja meistens so 21 Minuten lang, die Folgen.
gefangenes Item. Wisst ihr, was es ist? Ich glaube, es ist der Magnet. Ich lass nicht locker. Ich weiß, dass da ein Magnet liegt. Ich bin nicht verrückt. Hier muss ein Magnet liegen. Es muss einer geben. Oh, meine. Ein Sonderbonbon. Es ist doch kein Magnet. Wo gab's denn den Magnet? War das Schwarz-Weiß 2 oder? Da bin ich komplett behindert. Also die Antwort ist natürlich ja, ich bin komplett behindert, aber. Oder haben wir den Magnet gefunden? Ich bin komplett dumm. Das gebe ich auch zu. Aber. Hä? Na komm, besiegen wir noch dich. Wenn mich jemand herausfordert, dann bin ich bereit. Selbst an einem stark elektrisch geladenen Ort wie hier. Ich bin schließlich ein Ass-Trainer. Wenn du kein Ass-Trainer bist. Angelique. Oh, je suis Angelique. Très bien. So, Akrobatik. Ciao. Und Pikulente statt Zigarette. Und kaputt. Das ist aber doof. Und was haben wir als letztes? Dressella. Nö, da ist Pieps gerade an der richtigen Adresse. Und kaputt. Sehr gut. Haha. Na hoppla, das war elektrifizierend. So, wir können jetzt raus hier. Raus, lass mich raus! Wenn ich nicht genau wüsste, dass am Ende der Elektrolythöhle dann nochmal ein gutes Gespräch mit Team Plasma kommt, dann würde ich ja sogar auch noch einen Zapladin. Die sind doch selten. Dann hätte ich sogar jetzt noch Hoffnung, dass wir rauskommen, aber das wird nichts. Glaube ich nicht. Die Höhle werden wir erst in die nächste Folge verlassen. So, erstmal noch du. Nun zeig mal, was ein Trainer drauf hat, der die armen Pokémon so ausnutzt wie du. Ich nutze die armen Pokémon aus, klar, kennt man. Mein Perso steht auch, Pokémon-Ausnutzer. Oh Gott, das wird gefährlich. Ich bin dezent doof. So, hallo Ganoville. Ja, ich würde sagen, tschüss Ganoville. Ich finde das so cool. Akrobatik ist so die geile Attacke. Mega, guck mal da. Gut. Ah, das ist jetzt aber doof, dass das Pokémon besiegt ist. Tut mir aber leid. So, du verstehst es ja in der Tat, meisterlich die Pokémon auszunutzen. Ja, sag ich doch. Steht im Perso drin. Genau so. Oh Mann. Oh nö. Ich will raus hier. Ich finde die Elektrolythöhle nicht schlimm, aber wenn man keinen Schutz hat, ist die so nervig. Ich werde eigenhändig alle Rätsel dieser Welt lüften. Für dieses Ziel setze ich den Kampf fort. Wir haben den Kampf noch nicht mal angefangen, da kannst du nicht fortsetzen. Das geht nicht. Das ist unmöglich, Cameron. Cameron Diaz. Habt so einen blöden Witz erwartet, oder? Vor allem, wenn man so lange nichts sagt, dann. Erwartet man das wirklich irgendwie? Aber in Wirklichkeit arbeitet mein Gehirn nur ganz, ganz langsam. Und deswegen, das braucht Arbeitspausen. Ob ich nun gewinne oder verliere, die ungeklärten Fragen häufen sich weiterhin. So, hier nach links gehen wir nicht, denn wer sich daran erinnert, ist das der Eingang. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zum Eingang. Wir wollen zum Ausgang. Wir wollen nach Panaero City. Panaero City! So, wir sind entkommen.
Pokémon-Trainer. Oh, gut, dass uns das Pokémon davor gerettet hat. Ich habe gerade nochmal auf die Uhr geguckt. Danke, Mr. Watzapf. Sehr freundlich von Ihnen. Das erste Mal, dass ich froh bin, ein Pokémon zu sehen. Oh nee, komm, den machen wir noch. Den machen wir noch, wir haben noch genug Zeit. Haha! Ich habe mir im Schmeiße meiner Füße eine eigene Gewinnstrategie zurechtgelegt. Wow, toll, eine eigene Gewinnstrategie. Die hat aber wahrscheinlich ohne das Wissen um unser Aerobatrix gemacht. Vor allem, sonst hätte er keine so, ja, großartigen Erwartungen. Okay, Elfan ist echt schnell. Elfan, keine Ahnung. Elfan steht für Freunde, die was unternehmen. So. Und Galapafloss. Ach komm. Ist egal, nimm Akrobatik. Ist nicht sehr effektiv, aber... reicht. Außer, das zieht jetzt die Hälfte ab. So, sehr gut. Alles noch im Rahmen. Pieps darf nur nie über die Hälfte an KP verlieren. Sonst ist der mega. Ach, hey, wie deprimierend. Ja, sehr deprimierend. So, du hast verloren und wir haben den Magneten. Ich wusste es, Leute, ich wusste es. Ich habe es euch gesagt, dass wir diese Magneten noch finden. So. Und mit diesem Magneten verabschiede ich mich von euch für heute und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Ich wusste es. Wir haben den Magneten. Ihr habt mich für verrückt erklärt, aber wir haben ihn gekriegt. Tschüss.